Hallo, hier das Gelbe. Darksaber mit Resident Evil Revelations. Und, ja, beim letzten Mal haben wir das Solarium ein bisschen durchsucht. Und hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir den Rettungsring. Natürlich. Hier hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Eine Nachricht? Okay. Was für eine Nachricht? Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassene Notiz. An der Tür klebt eine Nachricht. Dies ist der Notfallkommunikationsraum. Also da, wo wir eigentlich hin wollen. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Was? Wenn Sie hinein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade, da finde ich wenigstens was zum Essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch drauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Natürlich! Das Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Schlüssel zum Kommunikationsraum. Suchen. Ja, natürlich. Was auch sonst. Oh Gott. Ja, das kann ja was werden. Ah, Ankerschlüssel. Ey, wir werden ganz viel Mist brauchen. Also das Gefühl. Casino. Casino, das könnte lustig werden. Ich sollte natürlich auch überall mal mit dem Ding gucken. Macht immer ein bisschen Sinn. Man weiß nie, wo sich der Macher gedacht hat, hey, komm hier, verstecken wir was. Okay, sehen wir es auch so. Nochmal ein Spezialzubehör. Das ist doch cool. Und hier haben wir. Okay, kommen wir einfach nur zurück. Jetzt noch nicht. Kommen wir dann wahrscheinlich auch zur Brücke. Na gut, das ist der einzige andere Zugang, den wir eigentlich im Prinzip momentan haben. Also gehen wir hier rein. Wo kommen wir jetzt hin? Gewehrmunition, Pistolenmunition. Schon nur noch mal, ob auf der anderen Seite irgendwie was ist. Okay. Oh, Schrottmuni. So, schauen wir mal. Hier kann ich dann noch mehr zoomen. Das hört sich übrigens kein bisschen gesund an im Hintergrund. Die Torten. Das Tor ist so. Cool. Ja, das ist es immer. Das ist wie schon vor einigen Folgen, wo wie halt die Situation war. Ja.
Hier wollte ich jetzt die. Also vermeiden, dass ich was trigger und dann ja, ist da einfach nichts gewesen oder ist einfach nur die Information da. Ja, hier kommst du nicht durch. Speicherung. Hi. Oh, mit einem Schuss. Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden. Oh, das mag ich ja jetzt schon. Okay, gehen wir erstmal darüber, will ich meinen. Nein. Das meinte ich jetzt nicht. Oh Gott, Kraut haben wir auch wieder. Und es fehlt noch ein Überlebender. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Großes Magazin. Oh. Das wäre hier sinnvoll. Weil hier. Da kann man halt unter mal zwischendurch schnell nachladen. Aber hier finde ich das sinnvoll. Hier, großes Magazin. Ein Schuss mehr. Das war wohl ein Witz. Na halt. Okay, da kommen wir erst noch hin. Ehemals schon wieder das nächste Special-Ding. Spezialzubehör. Okay. Wo? Also hier, irgendwo hier ist irgendetwas. Nicht du. Okay, sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Munitionskiste Schrotflinte aufgenommen? Ah ja, hier. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Nein, nein. Feuerrate? Das nehmen wir mal hier nicht. Das hier können wir das eh nicht machen, also hauen wir das erstmal hier hin. Schön. Obwohl ich hier die Feuerrate jetzt gar nicht so wichtig finde. Moment, ich schau mal gerade. Dann wäre die Feuerrate mir bei der Pistole eindeutig viel lieber hoch. Denn ich finde, bei sowas hier sollte das schon. Ups, nein! Komm, ich will das hier haben. So, die 15 Pucken packen wir hier hin. So.
So, und das reicht eigentlich aus. Vergeht hier alles ganz schnell. Dies war's von der 17. Folge von Resident Evil Revelations. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, euer Darksaber. Bis dann.